Wir grüßen Sie vom Bahrain International Circuit hier in Sakhir. Die Fahrer stehen schon auf dem Grid und absolvieren noch die letzten Checks mit ihren Technikern, bevor es hier gleich ernst wird. Der Deutsche Nico Rosberg hat seinen Silberpfeil im gestrigen Qualifying an die Spitze der Tabelle gefahren. Damit hat er einige Leute aufhorchen lassen und nicht zuletzt seinen Teamkollegen Lewis Hamilton geschockt. Manchmal sind die Fahrer an einem Tag zufrieden mit dem Auto, aber eine Veränderung der äußeren Umstände machen es am nächsten Tag unmöglich zu handhaben. Die Streckentemperatur, zusätzliche Reifenabnutzung oder auch nur das Selbstvertrauen des Fahrers haben Einfluss auf die Performance. Er wird also definitiv hoffen, dass das Auto sich heute genauso fährt wie im Qualifying. Was meinst du, wer heute eine starke Fahrt hinlegen wird? Sergio Perez war dieses Wochenende echt in Form und kommt mit seinem Force India offenbar gut klar. Er wird versuchen, heute Punkte einzufahren, falls er das Beste aus dem Prime-Reifen herausholen kann. War das jetzt Zufall, dass der wusste, dass ich auf dem Prime-Reifen nicht meine Speed hatte im Training, oder war das einfach nur Zufall? Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Ja, die haben uns mal erwähnt. Das ist ja eine Seltenheit. Muss man nur deine besten 6 Skar, damit die einen erwähnen, oder wie? Ja, aber wie gesagt, das ist hier nicht die Platzierung, die ich mir hier wahrscheinlich erhoffe, sondern Position 8. Das heißt, wir dürfen uns eigentlich nach hinten orientieren, anstatt auf Daniel Ricciardo nach vorn zu schieren. Ja, wie gesagt, mit der Primes kam ich im Training absolut nicht zurecht. Mit dem Options sah das um einiges besser aus, wie man im Qualifying ja schon gesehen hat. Position 6. Wir sollen eine sogenannte 3-Stop-Strategie fahren. Ich bin am überlegen, ob ich eine 4-Stop-Strategie fahre, wegen dem Prime-Reifen. Ich möchte eigentlich so wenige Runden wie nur irgendwie möglich mit dem fahren. Dann wäre ich eigentlich dazu geneigt, Runde 11, Runde 22, Runde 33 und Runde 44 zu fahren. Also in 11er Schritten. Das wäre meine Möglichkeit, wie ich das Rennen angehen möchte, um vielleicht auch noch was rauszukitzeln aus dem Wagen. Weil auf dem Prime habe ich ganz schlecht ausgesehen und auf dem Option, da ging es relativ gut. Da hatte ich wenigstens auch den Grip hinten. Geschätzte Renndauer ist ungefähr eine halbe Stunde. Ich hoffe, dass die Lenkrad-Einstellungen jetzt einfach mal passen. Ich habe nicht vorher nachgeschaut. Man kann auch jetzt nicht nachgucken. Nein, kann man nicht. In der letzten Testaufnahme hatte ich, beziehungsweise in Training und Qualifying, das war eine kleine Testaufnahme mit 60 FPS aufgenommen. Leider gab es da Asynchronität mit der sogenannten Lenkrad-Cam. Das heißt, es ist mir momentan nicht möglich, das Ganze auf 60 FPS zu bringen mit der sogenannten Wheelcam oder beziehungsweise Lenkradcam. Also bleibt es bei den 30 FPS. Nur mal so als kleine Randnotiz. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Rennen. Erste Kurve sehr tricky. Ich erinnere mich da so mal ganz weit zurück. Bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Ja, mein großer Fehler ist schon wieder, dass ich die Reifen viel zu sehr durchdrehen lassen habe. Und viel zu spät auf der Bremse bin. Viel zu spät. Mein Fehler. Mein Fehler. Kriege ich dafür eine Strafe? Oder kann man das hier machen in dem Spiel? Okay, man kann in die erste Kurve reinstehen. Das war ganz klar mein Fehler. Die habe ich eine Durchfahrtsstrafe für verdient. Weil ich habe den Bottas da weggedreht. Oh, meine Hinterräder. Ne, das wollte ich jetzt nicht umstellen. Ich wollte mal der Bremsbalance nach vorne verstellen. So. Also, man schießt einfach mal in der ersten Kurve ein paar Leute ab. Ja, und man ist dann mal ganz schnell auf Position 4 nach vorne gekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, ich habe den Bremspunkt einfach nicht gesehen, weil ich kein Schild zur Orientierung hatte. Naja, egal. Passiert auch den weltbesten Fahrer. Ja, ein Hamilton zum Beispiel ist das auch schon mal passiert. Der Hamilton wird auch nicht lange fackeln. An mir versuchen vorbeizukommen, relativ schnell. Weil jeder hier muss auf den Options fahren. Keiner ist mit Prime in Q2 gefahren. Hier bevorzuge ich den dritten Gang. Die KI bevorzugt hier den vierten. Ich bevorzuge auch erstmal schön wegzufahren mit dem Reifensatz hier. Status Report. Zwölf Runden, ja, das ist lange. Noch ist kein DRS. Hört man gerade auch von diesem Skatunfall, möchte ich das jetzt echt mal sagen, profitiert. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben, wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid.
In einer Wüste sitzt mich auch gewundert, wenn es hier anfängt zu regnen. Damit, du bist sehr weit außen. Das nutzt gleich mal Ricciardo, um vorbeizufahren. Jetzt hier der Mitte. Also, welcher Sektor war mein Sektor? Es gab eigentlich kaum einen. Also, die Ferraris fahren jetzt nicht so ganz weg. Also, für Bottas oder Massa, für den Williams tut mir auf jeden Fall leid. Aber da sind auch wieder ganz extrem früh die Reifen stehen geblieben. Ganz extrem früh beim Start. Also ich weiß nicht, warum hier das Problem... Also in Bahrain ist das Problem am größten bis jetzt. Und Ursache ist für mich einfach nicht klar erkenntlich, warum das gerade hier so ausartet. Auch hier wieder die Hinterräder leicht blockiert. Man hat es nur an den Temperaturen gesehen. Feuer vor mir. Viertel vor dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Wir sind um 2,5 Sekunden langsamer. Richtig ist es, mich vor Hülkenberg absetzen kann. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ja klar, Marc, jetzt ist auch das mal extrem leicht. Je weniger Sprit, umso besser. Überrundung könnten wir werden, ja, von Rosberg, der ja wieder sein eigenes Rennen fährt. Ich bin auch absolut nicht im Rennen drin. Momentan bin ich auch in dieser Strecke einfach nicht drin. Also Bahrain kommt mir mal im Spiel hier nicht entgegen. Das kann ich auf jeden Fall so viel sagen. Und dieser Skat tut mir noch so dermaßen leid, dass ich mich da so eiskalt verbremst habe. Aber ich habe auch nicht daran gedacht, die Bremsballons sofort nach vorn zu verstellen. Also mit diesen Hinterrädern, da habe ich keinen Bock mehr wirklich so drauf. Beziehungsweise mit diesen Bremsen. Also das ist echt. Ich hoffe, das ist echt. Also mit den Bremsen, ich muss das mal im Lotus oder so ausprobieren. Nee, Druck macht der Hamilton schon genug. Zum Beispiel, jetzt habe ich genauso gebremst wie davor die Runde und jetzt blieben sie nur minimal. Das ist echt komisch. Was war denn die beste Runde? So, jetzt DS, Mercedes gegen Mercedes. Ja, der kann deutlich später bremsen als ich. Bei ihm bleiben nicht die Reifen stehen. Bei mir bleiben sie stehen. Und ich habe die Bremsballon schon, wie gesagt, nach vorne verstellt. Den Ricciardo möchte ich mich eigentlich messen. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Wo ist denn hier was passiert? Und wir die Hinterräder. Das ist so schlimm. Habe ich schon. Na, hier sind logisch, dass die Vorderräder warm werden. Aber das, mit den Vorderrädern, da hat man sich ja schon mittlerweile drauf eingeschossen. Kein DS ist mit einer Sekunde weggefahren, Herr Hamilton. Alter. Nicht schlecht. Also, wie gesagt, eigentlich für den Skat hätte ich nicht mindestens eine Durchfahrtsstrafe verdient. Mindestens. Weil das war ganz klar mein großer Fehler. Also die Fehler im Force India, die häufen sich. Was auch so ein bisschen mit der Fahrphysik zusammenhängt. Weil ich bin auch nicht so wirklich einer, der mag, wenn das Heck unbedingt beim Anbremsen kommt. Ich glaube, das lieber, wenn das Heck wirklich am Ausgang einer Kurve kommt. Also beim Anbremsen brauche ich schon ein ruhiges Heck. Sonst fühle ich mich auch mit dem kompletten Auto unwohl. 35,4. Ich fahre mal 2 Sekunden langsamer. Da muss ich abkürzen, sonst wird's gekracht. Ja, Beschleunigung.
Da bin ich besser. Wieder Hinterräder. Vor allem bei dem Auto. Ich weiß nicht, wie viel ich da auf die Bremse treten kann. Wieder hinten. Mein Rennengineer sagt dazu aber auch gar nichts. Es kommt da komplett still. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Mein Teamkollege ist an der Box. Was ist denn da passiert? Das ist kein regulärer Boxenstopp. Okay, die Reifen fangen schon leicht an abzubauen. Und ich kann das Tempo von Ricciardo aber auch nicht mitgehen. Und dahinter kommt Bottas. Okay, dann hat Bottas nicht ganz so viel verloren. Aber mit den Ferraris oder Mercedes können wir es immer noch nicht duellieren. Eigentlich wollte ich ja Bahrain attackieren, aber mit so einem unruhiges Auto im Heck. Ich weiß nicht, ob sich das während der Saison noch behebt oder besser wird. Ich hoff's einfach. Ich kann es nur hoffen. 1,38er Zeiten mittlerweile nur. Ich muss so viel früher bremsen als gewöhnlich. Damit ich mir die Hinterräder auch nicht zerschieße. Ja, der erste Sektor war schon mal nicht mein Sektor. Ich sehe das gerade wieder. Eher der zweite und dritte Sektor. Eher der dritte, weil da geht es wirklich nur Vollgas gegen Ricciardo. Und der hat mich, glaube ich, vor drei Runden überholt. Was bin ich hier eigentlich im Ferrari geworden? Habe ich hier im Ferrari schon gesiegt? Ich weiß es gar nicht. Also Ferrari, da bin ich die Strecke hier noch gefahren. Ich sehe schon wieder die Hater-Kommentare. Du beschwerst dich über das Auto wegen dem Heck und was weiß ich noch alles. Ich sag dann jedes Mal, fahrt das Ding selber. Und der Force India ist ja schon schneller als der McLaren. Also bei McLaren hat man auch mal nicht diese Bremsprobleme gehabt. Und auch nicht dieses so merkwürdige Heck. Bei McLaren hat man wirklich nur die Topspeed gespürt. Aber von der Aerodynamik ist das Auto doch besser als der Force India. Wenn der Motor halt nicht wäre. Wenn der Motor halt nicht wäre, bei dem McLaren wäre das ein Top-Auto. Auch im Spiel wäre es auf jeden Fall mittelfeldwürdig. Und nicht hinteres Mittelfeld. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Soll er mich im Visier haben? Ich speichere auch kaum Benzin. Zeit auf Hamilton, etwa eine Sekunde pro Runde. Na, das geht ja noch. Mit einer Sekunde kann ich mich ja noch anfreunden. Ricardo schließt jede Runde drei Zehntel zu dir auf. Heck kam da wieder an. Jetzt muss ich auf die Beschleunigung hoffen. Die Beschleunigung ist einfach bei mir besser. Aber nachgeben hat er da jetzt nicht so wirklich. Bei einer Kurve, wo er nachgeben muss. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter bremsen in den nächsten paar Kurven. Ja, da berühren wir uns jetzt auch noch. Sagen wir mal guten Tag. Bottas will auch noch durch. So, mal schauen, ob Massa Ricciardo attackieren kann. Zum Beispiel, ja, hier komme ich besser raus. Hier komme ich besser raus als Massa oder Ricciardo. So, ich fahre natürlich jetzt im Windschatten mit. Gucken, ob Ricciardo sich absetzen kann. Oh, schon ein extrem guter Vorsprung, aber ich denke mal, Massa wird attackieren. Fahrer hinter mir. Grosjean liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Ja, Massa greift an. Und auch ich muss wieder komplett beim Anbremsen darauf achten, dass mir das Heck nicht entgegenkommt. Okay, Massa vorbei, Ricciardo. Also man hat gemerkt jetzt zum Beispiel mit dem DRS, ich kam da auch richtig angeschossen.
an Ricciardo. Also Ricciardo hat echt keinen Topspeed. Also beim Renault-Motor, da merkt man auch einen deutlichen Unterschied. Also Renault und Honda, da merkt man wirklich einen Unterschied. Aber bei den anderen nicht. Bei dem Mercedes gegen den Ferrari merkt man ja auch keinen großen Unterschied. Kaum beschleunigt der raus, der Ricciardo, dann sehe ich schon wieder das Nachsehen. Mal gucken, ob Ricciardo zum Konter ansetzt. Dann habe ich Bottas am Start gedreht und nicht Massa. Massa kann sich aber auch nicht absetzen von Ricciardo. Letzte Kurve haben wir besser bekommen. Du baust deinen Vorsprung auf Grosjean in jeder Runde um eine Sekunde aus. Okay, nee, Ricciardo hat den Topspeed nicht. Ricciardo hat den Topspeed nicht und kommt deswegen auch nicht an Massa wieder vorbei. Und wir lauern eigentlich nur. Das ist eigentlich eine Lauerstellung, was ich hier habe. Mehr ist es eigentlich momentan nicht. Man merkt auch schon wieder den großen Unterschied am Anfang eines Rennens. Gegen Grosjean kann ich locker wegfahren. Das ist wieder dieses berühmte Fenster, was ich meine. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Etwas? Der lässt schon nach. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis ich dein Boxenstoppfenster öffne. 4. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 49 Runden. Na gut, wenn ich gegen Ricciardo fahren möchte, dann muss ich diese Strategie auch leider fahren. Also auf abgenutzten Reifen bin ich jetzt auf einmal besser unterwegs. Ricardo verliert pro Runde etwa 3 Zehntel auf dich. So, ob das war Ricardo gekontert. Ja, der Topspeed fehlt bei dem Red Bull. Das hat man jetzt wieder deutlich gemerkt. Deswegen konnte ich jetzt mit Fett auch dran vorbeifahren. Gucken, ob ich Massa auch wieder kontern kann. Also auf abgenutzten Reifen fühle ich mich jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Massa. Ich bin auch jetzt in meinem Rhythmus einfach drin. Im Vergleich zum Beispiel gegen Massa und Ricciardo deutlich wohler. Also ich habe jetzt mein Tempo gefunden. Eigentlich, ja, 5 Runden zu spät. Also mit DS brauche ich... Ne, ich fahre den weg, den Ricciardo, auf der Geraden. Also auf der Geraden brauche ich eigentlich keine Angst haben. Also nur bei... Nur in Kurven muss ich da echt aufpassen. Dass er mir da nicht mal in die Sache... In die Karre reinfährt oder... So wie gerade eben, das war auch in der gleichen Ecke. So, na gut, irgendwann muss ich Benzin sparen. Fahrer vor mir. Massa liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Also der Williams hat einen Topspeed auf der Geraden. Also ich finde diese Pfeile sehr irritierend, weil früher war das so, 3 Pfeile, der ist schon neben dir. Und hier heißt das jetzt irgendwo hinter dir, aber das ist so undefiniert worden. Du kommst an Massa heran. Versuch an ihm vorbeizukommen.
Also das finde ich auch ein großes Manko an dem Spiel, diese Pfeile. Ja, also die signalisieren hier mehr Gefahr als alles andere. Also hätte ich eigentlich zum Beispiel, da habe ich jetzt gerade erst neben mir. Der ist schon wieder neben mir. Und nicht hinter mir. Und dann gucke ich in den Rückspiegel und so weit weg ist er gar nicht. Boxenstoppfenster? Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 47 Runden. Naja, noch 47 lange Runden. Guck, ob ich mich mit dem neuen Reifsatz wohler fühle. Was sagt der Sprit eigentlich? Okay, ich habe wieder Plus. In die Kurve reingebremst war schon mal nicht gut, weil dann stimmt der Ausgang nicht. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Curb extrem aggressiv mitgenommen, Heck instabil, alles instabil. Da sind mir die Reifen alle stehen geblieben, habe ich das Gefühl gehabt. Die Reifen sind so gut wie tot. Aber ich finde schön, dass wir uns jetzt zum Beispiel mit Massa und Ricciardo im Anfang das Ganze duellieren können. Das hatten wir in den Vorgängerrennen, glaube ich, noch nicht, außer bis in Australien. Auch hier, das Auto wird so leicht, so unruhig. Boxenstoppfenster? Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 46 Runden. Gut, wenn die natürlich jetzt schon reinfahren, die beiden. Dann haben die den weltberühmten Undercut und dann muss ich mich spurten auf der einen Runde. Okay, jetzt konnte ich ein bisschen Vorsprung herausfahren. So, die Lage zum Thema Reifen. Aktuell ist alles in Ordnung, aber langsam nutzen sie sich ab. Lass dich davon nicht auf falschem Fuß erwischen. Massa biegt ab. Jetzt wird eigentlich so ein normaler Funkspruch kommen. Push now! Push! In the box oder irgendwie sowas wird eigentlich kommen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir gegen Massa pushen müssen, diese Runde. Boah, untersteuern. In beiden Kurven jetzt. Ja, das habe ich jetzt beschworen. So, der Ricciardo wird auch abbiegen. Das heißt, ich sollte mir versuchen, ein kleines Fensterchen herauszufahren, aber es gelingt mir einfach nicht. Boxenstopp. Alles klar. Options aufziehen. Okay, hat er nicht angenommen. Kann ich das nochmal wählen? Nein. Es sollte nicht regnen. Auch geil. Gut, das wäre aber auch fast das nächste, was ich gefragt hätte, aber nicht in der Wüste. So, ich gehe schon mal auf Mager. Wegen der Boxenausfahrt. Hamilton biegt in die Boxengasse ein. Er ist an der Box. Ricciardo fährt noch eine Runde. Okay, also gegen Massa müssen wir uns wehren. Ricciardo fährt nur eine Runde. Los, los, los. Ich glaube, der nächste Punkt ist Massa. Ja, der wird mich kriegen. Oder? Deine Reifen werden
Meine Reifen werden kalt. Die werden, natürlich sind sie kalt. Aber wir müssen uns natürlich auch hier hochschalten. Ja, kalte Reifen. Massa hat schon frische, die einfach warm sind. Grosje war auch schon in der Box. Knapp den Poller nicht berührt. Die Reifen sind eigentlich auf Temperatur jetzt. Das zeigen sie auch mal direkt. Es war knapp gegen Massa, aber ich hätte vor ihm bleiben müssen. Aber deutlicher. Oh mein Gott. Ja, die Kurve habe ich schon so ein bisschen im Qualifying und im Training angesprochen. Die ist so ein bisschen tricky. Weil am Anfang macht das Auto so nach dem Motto, ich komme gar nicht. Dann kommt auf einmal das Auto, wenn du einlenkst. Das ist die Krux an der Kurve. Und wenn du dann in der Kurve drin bist und am Ende, dann kommt das Untersteuern. Deswegen, die Kurve sieht einfacher aus, als sie in Wirklichkeit ist. Das finde ich halt so schwierig an der Kurve. Und deswegen macht es die Kurve auch so extrem schwierig. Immer meine Hinterräder. Das wird sich in diesem Rennen echt nicht mehr ändern. Massa zieht auch weg. Komm, hat der freie Fahrt, dann zieht der mir weg. Und ich habe eine Runde jüngere Reifen drauf. Aber es macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Fahrer hinter mir. Ey, am Anfang, das ist echt eine Dreigangkurve am Anfang des Rennens. Das wird eine Viergangkurve. Hier war ich vorhin auch besser. Also es schleichen sich wieder so kleine Fahrfehler rein. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Ja gut, das wundert mich natürlich ehrlich gesagt nicht, ne? Der hat auch gewechselt, das haben wir ja mitbekommen. Ricciardo in der Box? Fragezeichen? Nee, NASA. Fährt Ricciardo okay, zwei Stop. Sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Okay, wir sind so beim Optimal. Fahrer vor mir. Also 7 Zehntel verliere ich auf Massa. Das ist ungefähr auch das, was ich im Qualifying auf die Williams Rückstand hatte. Ich glaube, da waren sogar fast 19 auf Bottas. Den Start gucken wir uns natürlich am Ende des Rennens dann natürlich nochmal an. Wie ich da reingerauscht bin in Kurve 1. Das war eigentlich schon nicht mehr feierlich. Also 2014 ist auf jeden Fall eine Strafe gegeben. Und hier ist das Spiel viel zu vorsichtig mit den Strafen. Teamkollege wieder in der Box. Also für meinen Teamkollegen läuft es absolut nicht diese Saison. Aber was mich einfach positiv stimmt, ist auch hier in Australien. Was mich da positiv gestimmt hat, war ganz einfach, ich konnte das Tempo der beiden Williams mitgehen. Ja, für Ricciardo. Der war schon drin, der ist schon drin gewesen. 17:34. Das könnte wirklich zwei Stops sein, was der fährt. Also Ricciardo auf zwei Stops unterwegs, aber war das Tempo bei ihm relativ stark.
ist so ein bisschen der Fernkampf eigentlich, aber den Fernkampf werde ich auch verlieren mit dem Force India. Ich glaube, ab Spanien lief es auch mit dem McLaren so ein bisschen auf Australien-Niveau. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Der Abstand beträgt 5 Sekunden. Noch 41 Runden. Okay, Ricardo ist nicht hinter Grosjean gefallen. Dortmund, jetzt befinden wir uns eigentlich wieder in diesem Fenster, was ich so an dem Spiel eigentlich so extrem kritisiere. Man ist jetzt nicht auf Williams, Ferrari, Mercedes und Red Bull Niveau. Weil der Ricciardo wird mich auch bekommen. Sondern man befindet sich in diesem Fenster einfach, wo man einfach schneller ist als die Mittelfeldteams, aber langsamer als die Top-Teams. Und das ist dann einfach, wie gesagt, so ein stinklangweiliges Rennen, wo du einfach nur deine Runden abspulst. Und ich finde, diese Lücke, die gab es früher in den Vorgängern einfach nicht. Button auch auf 2 Stop unterwegs. Fahrer vor mir. Button liegt vor dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 1,6 Sekunden auf. Jetzt sind es noch 40 Runden. Und das gab es, wie gesagt, in den Vorgängerteilen einfach nicht so extrem. Dass dann wirklich gleich alle überrundet werden. Und hier befindet sich immer in diesem... Ja, Totenfenster, nee, das ist einfach mal. Im Totenfenster, wo du ja nichts reißen kannst. Wo du einfach sehen, wo deine Runden abspulen kannst. Ich kann jetzt mal allgemein jetzt auf das Spiel eingehen, weil jetzt wäre eigentlich der normale Release-Tag eigentlich gekommen und das Spiel macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck als am Anfang. Ja, auf jeden Fall, also es ist viel kompakter, ist ähnelt meinem gesamten Spiel als nur so ein Spielehaufen, den man irgendwie zusammenprogrammiert hat, quasi wie eine Beta. Am Anfang mehr war es einfach nicht. Und das hat sich jetzt eigentlich in zum relativ positiven verändert. Codemasters hat daran gearbeitet, auch an der KI. Ja, Ricardo holt sogar noch auf, sein Tempo fahre ich wirklich nicht. Hat an der KI geschraubt. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall verbessert worden, auch im Vergleich zu den Vorgängern, die KI. Da kann ich auf jeden Fall nicht klagen. Kvyat war auch noch nicht an der Box. Fahrer vor mir. Kvyat vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 3 Sekunden auf. Noch 39 Runden. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Nächster positive Punkt ist auf jeden Fall der Funk. Der ist richtig gut programmiert worden. Der versteht dich auf Anhieb eigentlich. Also ich hatte jetzt glaube ich bis 1, 2, 3 Fälle, wo der mich nicht verstanden hat. Trotzdem, da muss ich den Hut vorziehen. Das haben sie wirklich relativ gut hinbekommen, die Programmierung. Und nicht nur, dass der mich versteht, sondern auch, dass die richtigen Informationen einfach kommen, ja. Also die richtigen Informationen werden auch abgerufen. Und mir werden keine falschen Informationen gegeben. Das ist auch ein definitiver Pluspunkt. Also wir befinden uns in Runde 19, ist es eine Zweistrecke, die auch der Kvyat vorne fährt. Also der Red Bull scheint extrem reifenschonend zu sein. Deswegen könnte auch dann eine Saison eigentlich durchaus lukrativ sein. Weil ich bin gespannt, ob ich auch so einen geringen Reifenverschleiß dann habe. Also manche haben ja wie gesagt mit Force India Weltmeistertitel, sag ich einfach mal, ne. Nicht auf Legende. Jetzt muss ich aufpassen, der fällt in die Boxengasse. Ja. Das tut er auch. Fahrer hinter mir. Oh, du sagst mir nicht, wie viel der aufholt gerade momentan. Ja, den werden wir nicht halten können. Warum auch immer, wegen einem Boxenstopp, den wir mehr machen müssen. Aber ich kann mich gegen Grosjean und so weiter behaupten. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja,
als wenn sich hier was ändern würde in der Wüste. Die Lichtverhältnisse im Bahrain, die finde ich, muss ich echt sagen, extrem dunkel gehalten. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Singapur. Abu Dhabi kann ich jetzt keinen Fall ziehen, da sind wir ja vorsichtig ausgeschieden. Aber ich finde die extrem dunkel, die ganze Beleuchtung hier. Zum Beispiel sehe ich den Red Bull kaum. Das ist in Singapur echt ein bisschen besser gelöst worden. Als hier in Bahrain. Also die Lichtverhältnisse, die müssen hier ein bisschen heller sein. Das kann natürlich auch so, vielleicht ist es auch echt zu dunkel gewesen. Müsste ich mir meine Onboard-Kamera nochmal angucken, aber insgesamt finde ich das ein bisschen zu dunkel. Weil, schaut euch mal, der Fostini, der ist ja fast schwarz. Wenn man fast genau sagen möchte, der ist ja fast schon schwarz. Also dann sieht der Unterschied zwischen den Reifen zum Beispiel, die ja wirklich pechschwarz sind. Boxenstoppfenster? Irgendwie was auf. Noch 37 Runden. Also der Vergleich zum Beispiel zwischen dem Schwarz- und dem Grauton, da gibt es nicht mehr viel. Man sieht das ja auch zum Beispiel bei der Schrift, die ist auch schon, diese Sahara, diese schwarze, das ist auch kaum ein Unterschied. Ich möchte mir das gerne für den anderen nächsten Reimsatz sparen, das fette Benzingemisch. Fahrer hinter mir? Grosjean liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 10 Sekunden. Noch 37 Runden. Wo ist Ricciardo hin? Ricciardo? Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Das wird. Das wäre noch interessant. Also, dass man einzelne Fahrer nachfragen kann. Ja? Ricciardo, wo ist der Ricciardo? Weißt du, vielleicht dann den Rückstand sagen, weil jetzt ist Grosjean hinter mir. Ja, während Wein echt, glaube ich, genauso, das auch mal ganz kurz geführt hat hier. Aber auf einmal ist Ricciardo weg. Gut, der kann natürlich jetzt auch hinter Grosjean gefallen sein. Aber der war mal nur 2 Sekunden hinter mir. Ausgeschieden ist er nicht. Das ist, glaube ich, jemand anderes im Rennen. Dann ist halt eine Sekunde schneller, was soll's. Also bis auf den Skat fand ich jetzt bisher NASA hinter mir jetzt, okay. Bis auf den Skat fand ich das Rennen jetzt in Ordnung. Klar, ein paar Fehler am Anfang drin. Ich weiß momentan nicht, wo die herkommen, aber ich, wie gesagt, ich habe mich schon am gesamten Wochenende hier extrem unwohl gefühlt, was die Hinterachse betrifft. Also ich habe ja nichts gegen eine Hinterachse, die ausbricht, aber ich habe was gegen eine Hinterachse, die beim Anbremsen so unruhig ist. Beim Rausbremsen nehme ich damit weniger Probleme. Aber wenn mir die Hinterachse beim Einlenken, also ich kann nicht wirklich einlenken in die Kurve, stehen bleibt, oder mir sogar entgegenkommt, dann ist vorbei. Und das hat das Auto hier zum ersten Mal gemacht. Also in China war das nicht der Fall. In Malaysia und in Australien auch nicht. Also in Bahrain hat es jetzt hier angefangen. Es kann was mit dieser, mit der Nacht zu tun haben, weil keine Sonnenstrahlen wirklich auf die Strecke drauf scheint, nur mal die Temperatur erhöht. Das heißt, der Temperaturunterschied zwischen der Strecke und der Luft, der ist bei einem Nachtrennen jetzt nicht ganz so hoch, wie das zum Beispiel ist beim helligen Tage. Ist einfach so. Das kann sein, dass der Vorsitzende das auch nicht besonders mag. Dann könnte das ein paar Probleme geben. Auch in Singapur. Wobei ich in Singapur zum Beispiel sagen muss, da war die KI auch nicht gerade Bombe. Also in den hinteren Teilen des Rennkalenders, warum auch immer, das ist häufig so. Bei den Formel 1 Spielen, das war auch im Vorgänger, so wird die KI immer schwächer und schwächer und schwächer. Ja. Gut, vielleicht war Texas immer für mich die Ausnahme, USA. Aber in der Regel wurde die KI immer schwächer. Anstatt stärker. Bei Massa sollte in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig werden.
Fahrer hinter mir. Nasen liegt hinter dir. 10 Sekunden Abstand zwischen euch. Es sind jetzt noch 35 Runden zu fahren. Die Saubers machen in der Regel auch einen Boxenstopp weniger. Deswegen kommt zum Beispiel Nase auch mal von 18 auf die 7 nach vorne. Also die einzelnen Autos haben hier schon Unterschiede. Das merkt man wirklich. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel von Force India auf den Toro Rosso wechseln müsste, das würde ich sofort merken. Weil der Toro Rosso hat ganz andere Eigenschaften als der Force India. Ich denke mal nicht, dass der Toro Rosso zum Beispiel so ein Problem hat mit der Heck, dem Heck. Also mit dem Force India zum Beispiel muss man viel, viel früher bremsen, als das bei den anderen Autos der Fall ist. Okay, jetzt habe ich zum Beispiel nicht mehr das Problem, dass mir die Hinterräder stehen bleiben. Fahrer hinter mir. Nase hinter dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden. Noch 4 Okay. Der Sauber ist ja, also das ist mir auch aufgefallen, der Sauber ist im Rennen richtig stark. Im Qualifying eine absolute Gurke. Das passt auch nicht so ganz zusammen. Oh, das passt schon zusammen. Man sieht zum Beispiel auch bei Ferrari in echt. Die sind im Qualifying auch nicht gerade auf Mercedes-Niveau. Aber die Rennspeed dafür ist teilweise wirklich schon Mercedes-Niveau. Bei den Williams trifft das auch sehr gut zu. Die auch manchmal mit Ferrari auf einem Niveau sind, aber im Rennen dann auch mal mit Mercedes mithalten kann. Also das merkt man zum Beispiel doch dann doch irgendwo schon. Im Verlauf eines solchen Grand Prix, also den Nase müsste ich aber schlagen können. Auch mit einem Boxenstopp mehr. Das kann sich jetzt auch absetzen von Grosjean, also ich weiß nicht, wo Ricciardo ist. Okay, so sollte man nicht über den Cup drüber brettern. Also jetzt kann sich Massa auch nicht mehr vor mir absetzen, also... Okay, beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden. Alles klar. Na gut, wir wechseln gleich gegen Nase auf frische Reifen. Da sollten wir wieder den Undercut haben. Aber wenn Nase wirklich einen Boxenstopp weniger macht, dann muss ich wieder aufpassen. Also zum Beispiel in 2013 war das relativ eindeutig. Da hatte ich ja immer einen höheren Reifenverschleiß als ich. Ich musste grundsätzlich einen Boxenstopp mehr machen. Konnte aber diesen Boxenstopp immer mehr herausfahren gegen die direkte Konkurrenz. Aber in dem Spiel hier ist das ein bisschen anders. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, dass die KI hier wirklich im Rennspeed deutlich besser geworden ist. Aber dafür im Qualifying federn lassen müssen. Da hat... Welches Wort war jetzt richtig? Also einzelne Unterschiede, das merkt man dann doch irgendwann schon. Von der Fahrphysik her muss ich ja gar nichts erzählen. Das ist ja für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht geworden. Gerade zum Beispiel was Traktion und Lenken betrifft. Das kam ich zum Beispiel gar nicht in den achten Gang. Was ist denn jetzt los? Mein Auto ist auch viel zu schwer. Wir verlieren pro Runde etwa 5/10 auf Massa. 37,6, also die Rundzeit ist noch sehr konstant. Massa holt etwa 3/10 pro Runde gegen dich auf. Ja gut, 13 ist ja was anderes als jetzt eine ganze Sekunde. Aber ich fange schon an zu reagieren. So ist es jetzt mal nicht. Ganz so einfach abspeisen lasse ich mich dann auch nicht. Ja, Heck, ganz kurz instabil gewesen, aber dann kommt schon die nächste Kurve und dann muss ich schon darauf reagieren können.
Also mit dem Lotus hätte ich gesagt, man kann um den Weltmeistertitel vielleicht mitfahren, aber nicht mit dem Force India. Vom Lotus weiß ich, wie gesagt, nur, dass er eine schwere Lenkung hat. Wenn eine schwere Lenkung ein bisschen lieber. Weil es diese Bremsprobleme. Wobei ich dieses Abstimmungsvideo ja gemacht habe, da kam mir das eigentlich so nicht so ganz extrem rüber. Mit dem Force India. Mir ist schon ein bisschen aufgefallen, wo ich den Force India da gefahren bin. Jetzt auch im Vergleich zum Beispiel zum Lotus oder zum Toro Rosso. Der Toro Rosso war irgendwie von allen Autos irgendwie so am saubersten zu fahren. Anscheinend ist Masse an die Box gefahren. Boxenstoppfenster? Dein Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist offen. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 31 Runden. Ja, fast Halbzeit. 57 Runden, genauso viel auch wie wir in Australien fahren. Jetzt auf Options unterwegs. Options am Wagen hinter dir. Gut, Massa ist auf jeden Fall schon mal vor NASA. Also ich muss mich da ein bisschen mehr strecken. Also von den besten Zweikämpfen her sind wir schon vorbei. Das war wirklich am Anfang des Rennens. Ja, durchhalten und schnell damit fahren sind immer zwei Paar Schuhe. Fahrer vor mir. Rosberg vor dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Wir sind um 2,5 Sekunden. Boah, Alter. Noch 31 Runden. 2,5 ist eine Ansage. Ist das Vettel vor mir, weil er wahrscheinlich in der Boxengasse ist? Diese Runde an die Box zu kommen. Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, dieser Vorsprung, den ich halt meine. Wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Ja, den werden wir gleich volles Rohr aufdrehen. Jetzt sag nicht, dass mein Teamkollege an der Box ist, dann raste ich endgültig aus. Oh oh. Ich glaube, die haben den schon abgefertigt. Haben meine Reifen parat. Nein, haben die nicht. 5 Sekunden hinter dir, 5 Sekunden. Super. Gut. Fertig. Los jetzt. Ja, gut, eine Sekunde haben wir verloren. Wo kommt Verstappen? Also NASA ist auf jeden Fall weitergefahren. Die angefahrenen Reifen sollten schneller Gummi ablagern, also kannst du früher Gas geben. Ja, hallo, Kampfgruppe. Ach, da ist Ricciardo. Fahrer vor mir. Ricciardo vor dir. Noch 30 Runden bis zum Ende des Rennens. Aber warum ist jetzt Ricciardo so weit nach hinten gefallen? Das ist für mich ein Rätsel. Und zum ersten Mal haben wir die Hinterräder mal was Gutes bestellt, wenn sie mal blockiert haben. Die haben Temperatur bekommen. So, okay, jetzt haben wir alle Reifentemperatur. Runde 40, okay. Ein DRS, wo ist denn der Messpunkt? Ach, der ist so weit vorne gelegt, okay. Im Qualifying bin ich die Kurve im vierten Gang gefahren. Im Rennen muss ich sie immer noch in den dritten anfahren. Ich glaube eher, dass Kimi Räikkönen in die Boxengasse abgebogen ist. Oder das klingt halt spektakulärer. Komm, Ricciardo, du wirst ja wohl an einem Button vorbeikommen. Okay, wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Gib Gas. Finde die richtigen Bremspunkte und fahr sauber aus den Kurven raus. Dann wird das schon. Oh mein Gott, da kam auf einmal ein Button NASA an der Box. Na gut, dann fährt er dort 3 Stop. Ricciardo könnte jetzt mein Gegner sein. Jetzt sind doch nur noch. Jetzt ist wieder einer ausgeschieden. Ricciardo 7, Kwiat 6, 6, da war ich vorhin.
Button und Quirt, die habe ich eigentlich beide gehabt. Button hatte ich eigentlich schon in der Boxengasse. Der ist dann auf frischen Reifen schneller gefahren als ich. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber gut. Dass der Button hier so gut programmiert ist, gibt mir ein Wunder. Quiet kann sich aber auch nicht absetzen von Ricciardo. Ricciardo hat irgendwo einen Fahrfehler drin gehabt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde momentan nicht so richtig die Speed, beziehungsweise ich hänge auch wirklich fest. Und man sieht deutlich, dass mein Spritverbrauch hier auf Fett auf dieser Strecke höher ist, als es auf anderen Strecken der Fall ist. Ricciardo greift an, ich greife auch an. Beziehungsweise ich nehme den Quert gleich mit vor. Und Button ist auch noch vorbeigekommen, okay. Wer ist das da vorne? Ist das eine Überrundung schon? Ja, das ist eine Überrundung, blaue Flaggen. Die habe ich schon gesehen. Mal schauen, wie das mit Überrundungen hier so aussieht. Das ist ein Maldonado auf der... Ach, Maldonado ganz hinten? Hamilton gerät eine neue schnellste Rennrunde. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Also den Ricciardo möchte ich eigentlich schon gerne wieder bekommen. Ja, Maldonado ist sehr gut gelöst. Sehr gut und sauber vor allen Dingen auch gelöst. Wie man sich da schön im Weg stehen kann. Das war auch schon nicht clever gelöst gegen Ricciardo, was er gemacht hat. Fahrer vor mir. Ricciardo liegt vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Du fährst pro Runde um 1/10 zurück. Noch 28 Runden. Ich werde nicht schneller. 37,3. Ich bleib wirklich konstant fest. Ich muss mal wieder so ein bisschen aggressiver fahren. Wieder eine Überrundung da vorne. Ja, berührt euch noch. Mary. Katastrophe, Katastrophe. Fahr doch die Kurve mit mir noch. Du musst irgendein technisches Problem haben. Da kann ich auch jetzt später bremsen. Ist mir auch schon jetzt aufgefallen in ein paar Kurven. Fahrer hinter mir. Quert hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 27 Runden. Ja, Quert und Button definitiv auf alten Latschen unterwegs. Kann ich auch später bremsen. Da muss ich extrem stark gegenlenken. Ich muss eigentlich Ricciardo bekommen. Du holst etwa 5 Zehntel pro Runde auf Ricciardo auf. Ja. Vorhin habe ich gesagt, ich muss mehr aggressiver fahren und schon bin ich eine Sekunde schneller gefahren. Ricciardo vor dir, warte auf deine Chance für einen Angriff. Also man muss ein bisschen bei dem Spiel das Heck kommen lassen. Und das ist wirklich so ein ganz schmaler Grat, wo du dann wirklich schnell unterwegs bist. Kann die Kurve auch im zweiten Gang fahren. Nee. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2.
du mir gerade rätst, interessiert mich nicht. Rosberg führt. Kannst du deine Meinung kundtun, wenn ich dich danach frage? Ich möchte Ricciardo gerne attackieren. Ach, der ist auf Primes unterwegs. Ja, da muss ich ihn auf jeden Fall bekommen. Alter, dieser Überschuss. Du bist jetzt auf P6. Ich glaube, ich müsste doch DRS bekommen haben. Nein, er hat DRS bekommen. Na gut, Massa ist Kilometer weit weg. Ja, danke. Ja, wäre besser, ne? Und zwar, das ist jetzt nämlich auch wichtig, dass ich mir jetzt den Vorsprung rausfahre, aber ich glaube, ich werde ihn nicht halten können. Wenn wir beide nochmal reinkommen müssen. Weil ich muss auch vor allem dann richtig dicht machen zum Schluss. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt schon wieder Benzin sparen, weil weiter als besser als Position 6 wird's nicht. Also die sagen wieder Top 3. Nee. Also was mein Team wieder mal für Ziele hat, ist mal wieder unterirdisch. Der vordere Linke baut schon wieder ab. Du gibst mir jetzt auf einmal Infos, die es mir noch nie gegeben hat während eines Rennens. Ja, und wir wollen weg von Ricciardo. Der wird nachher auf Fett alles rausposaunen. Mit dem letzten Option. Meine Güte nochmal. Ja, 36er und sein sind schon fast Pflichtprogramm jetzt. Die KI lässt ja auch immer in den Kurven so ein bisschen das Heck kommen. Das hat seinen Grund, das ist echt schneller in dem Spiel. Und damit hat das schon wieder gar nichts eigentlich mit der Simulation zu tun. Den Stecker muss ich dann mal ziehen. Simulation hin und her, es ist weiterhin Arcade-lastig. Also wenn ich in den Kurven mein Heck kommen lassen muss ein bisschen, um wirklich schnell zu sein, dann ist das, hat das nichts mit Simulation zu tun. Also man macht bewusst Re-Spin hinten, auch hier. Man macht bewusst Re-Spin hinten. Weil das schneller ist, aber das Auto bleibt auch konstant so drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Auto normal reagiert. Also den Stecker ziehe ich. Ah, 3,7. Wenn er auf Mager weiterfährt, ist das gar nichts. Deswegen war es so spielend, gleich an ihm vorbeizufahren. Seinem Reifen nach zu urteilen, sollte Massa in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Ja, wir auch. Aber mir wäre es lieber, wenn du mehr Informationen über Ricciardo sagen könntest. Massa ist eine Sekunde schneller als wir. Massas letzte Runde eine Sekunde schneller. Ricciardo verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Das Fenster ist wieder so typisch. Wenn man den dann richtig versteht, da ist der Unterschied. Das heißt, Massa fährt 2 Sekunden schneller als Ricciardo. 2 Sekunden! Ja? Riesenfenster, in dem ich mich hier breit machen kann. Fahrer hinter mir. Ricciardo hinter dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 23 Runden.
Noch 23 lange Runden. Einige sagen auch, hier sind Podien möglich. Auf gewissen Rennstrecken auf jeden Fall, wenn nicht sogar Siege. Aber es müssen doch wirklich die richtigen Strecken sein. Also ich habe da ganz besonders Monaco natürlich im Visier. Oh, das mit dem Heck und den Bremsen, da könnte Monaco echt tödlich werden. Da muss ich echt mal schauen. Monaco könnte echt tricky werden. Und Mexiko auf jeden Fall. Mexiko sich auch Siegchancen. Das sind eigentlich die zwei Strecken, wo ich sage, da sind Siegchancen drin. Massa liegt 30 Sekunden vor dir. 30 Sekunden vor dir. Danke, dass du das so großzügig aufnimmst. Okay, wir denken, dass sich die Abnutzung der Reifen allmählich bemerkbar machen wird. Nein, ich hätte es nicht gedacht. Hast du das nicht schon längst? Aktuell in der Formel 1, ja, was soll ich da groß erzählen? Red Bull immer noch auf dem absteigenden Ast. Team Haas hat Grosjean verpflichtet, das ist aber alles nichts Neues. Nichts Neues und nichts Ganzes. Aber man kann, aber wir können mal dieses Szenario einfach mal durchspielen. Was passiert wirklich, wenn Red Bull und Toro Rosso wirklich die Formel 1 verlassen? Haben wir erstmal vier Fahrer, die erstmal arbeitslos sind. Ricciardo, Quert, Verstappen und Sainz. So. Diese vier suchen dann ein Cockpit. So. Was ist jetzt aber das große Problem für die vier? Genau. Für die großen vier wird kein Cockpit mehr möglich sein, weil man das einfach nicht weiß, ob die mitfahren oder nicht. Das ist ein... Ja, ein Pokerspiel für die Fahrer, die müssen eigentlich nur hoffen. Weil die können sich natürlich jetzt auch andersweitig umsehen, auf jeden Fall. Nur, wenn die halt einen gültigen Vertrag haben, oder die vier. Ricciardo wird den gültigen Vertrag haben, Quert glaube ich, Quert nicht. Also Quert geht schon wirklich auf dem absteigenden Ast. Der steht glaube ich wirklich schon auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube, Verstappen hat einen 2-Jahres-Vertrag, der muss auch aufpassen. Und ich glaube, Sainz hat einen Jahresvertrag unterschrieben, wir sind nicht ganz sicher. Das bedeutet, Sainz und Quirt, die könnten sich theoretisch auch anderweitig umsehen. Und Ricciardo und Verstappen, weiß ich jetzt nicht, aber man kann es ja trotzdem mal so durchspielen, die müssen wirklich hoffen, dass die nächstes Jahr noch fahren. Mach langsam in den Kurven, wir müssen sie etwas herunterkühlen. Ja, die müssen wirklich hoffen. Weil... Weil sonst sind alle Cockpits vergeben. Also wo gibt's überhaupt noch ein Cockpit, ja? Wo gibt's noch ein Cockpit? Bei Sauber ist, glaube ich, die Tür auch schon mittlerweile zu. Bei Williams ist die Tür zu, bei Ferrari ist die Tür zu, bei Mercedes ist die Tür zu, bei Lotus ist die Tür noch nicht zu. Also Lotus ist wirklich noch... Da kommt's drauf an. Da könnten wir jetzt mal spekulieren. Da könnte ich jetzt einfach mal spekulieren, wer könnte das zweite Cockpit bekommen. Also es ist sehr, sehr schwierig bei Lotus. Also wenn Renault, wenn wirklich Renault das übernehmen würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da wieder ein Alonso hinwechselt. Weil Alonso hat mit Renault seine zwei Titel eingefahren. Aber natürlich, das ist dann nicht das gleiche Team, wie es damals war. Das... Der ist ausgefallen. Wir müssen weiter Tempo machen. Du liegst 4 Sekunden vor dem Wagen hinter dir. Ja, aber Alonso weiß auch ganz genau, das ist natürlich nicht das gleiche Team, wie er 2005 und 2006 hatte. Das weiß er auch. Die andere Frage ist, tut sich Alonso das wirklich noch ein Jahr an bei McLaren? Oder macht er wirklich ein Jahr Pause? Das Problem ist nur ein Jahr Pause. Überschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ein Jahr Pause bedeutet natürlich auch, man muss natürlich erstmal wieder zurückkommen. Kimi hat es geschafft, Kimi hat es auch in den Top Team geschafft. Also kann ich mir dann auch durchaus vorstellen, dass ein Alonso das auf jeden Fall dann schafft, weil Alonso ist ein Name in der Formel 1. Er hat 2006 und 2005 gegen Schumacher gewonnen, also den Namen vergisst man in der Formel 1 nicht. Jetzt eindeutig erste Abnutzungserscheinungen.
Sie sollten noch eine Weile durchhalten, werden aber keine Bestleistungen mehr liefern. Das bedeutet, die Teams wüssten, was sie davon hätten. Auf der anderen Seite, wenn Lotus wirklich übernommen wird von Renault, dann... Wo wollte ich jetzt hinaus? Dann habe ich den Faden kurz verloren. Dann könnte ich mir, wie gesagt, Alonso vorstellen, weil dann geht es ums Geld nicht mehr. Ja? Also momentan geht es ja wirklich auch wegen Pasto Maldonado, da geht es eigentlich auch nur wegen dem Geld, ist ja, glaube ich, in meinen Augen noch im Cockpit drin. Massa ist eine Sekunde schneller als wir. Massas letzte Runde eine Sekunde schneller. Und sonst sehe ich da eigentlich auch keinen Grund. Ricardo letzte Runde um 3 Zehntel ausgebaut. Ja. Wer könnte sonst noch in Frage kommen für das zweite Cockpit? Extrem schwierig. NASA, ich weiß gar nicht, ob der noch einen Vertrag bei Sauber hat. Ansonsten könnte ich mir NASA mal gegen den Maldonado einfach mal relativ gut vorstellen. Weil NASA ist ein talentierter Fahrer. Warum nicht? Warum wirklich? Warum nicht? Warum nicht? Ericsson, da sehe ich nicht so wirklich immer das große Potenzial drin. Muss ich leider mal so sagen, ist auch mehr ein sogenannter, wie heißen die Fahrer? Paydriver in meinen Augen. Der fährt auch nur wegen des Geldes. Man hat es ja gesehen mit Guido van der Garde dieses Jahr. Da war ja auch lange Zeit die Diskussion, ho, fährt Guido van der Garde oder fährt Marcus Ericsson? Da ging es ja noch vors Gericht soweit. Und da sieht man eigentlich irgendwo, wie knallhart das Formel-1-Business ist. Für die Teams, gerade für die privaten Teams, was in ja Sauber. Man hat mir auch geschrieben, dass Williams ein privates Team ist. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das stimmt auch, aber da sieht die Finanzlage ein bisschen anders aus. Die kannst du zwar nicht wie die Großen jetzt vergleichen, aber die Finanzlage sieht auf jeden Fall besser aus als bei Sauber oder bei Force India oder auch bei Lotus. Das muss man dann leider doch schon mal so festhalten. Ja, und die Teams, die kämpfen ja wirklich ums blank überlegen, aber da sieht man auch einfach, wie teuer es geworden ist. Manor, KTM und HRT, das sind drei beste Beispiele. Eigentlich, dass es im Privatteam sich nicht mehr lohnt, wirklich in die Formel 1 einzusteigen. So, dann bleiben eigentlich nur diese Hersteller. Hersteller wie BMW, Audi, VW, gibt's noch? Ja, jetzt nicht nur Deutsche Toyota. Ja, und viele andere auch. Nur das Geschäft ist für die nicht lukrativ. Also Toyota ist auch nicht ohne Grund ausgestiegen, genauso wie BMW 2009 nicht ohne Grund ausgestiegen ist. Ich glaube, Toyota ist 2007 ausgestiegen. Weil die sehen ja nicht wirklich Potenzial, um quasi die Autos ja, auf dem Markt zu verkaufen. Es geht ja eigentlich nur um Marketingmaßnahmen. Und ja, das sehen die nicht ein. Millionen, wirklich Millionen auszugeben, um wirklich konkurrenzfähig. Das ist ja auch noch die andere Sache. Man fährt natürlich auch nur mit, um konkurrenzfähig zu sein. Das sind die meisten Teams nicht bereit auszuzahlen, ja. Oder nicht bereit zu bezahlen. Ja, wie auch. Und das ist halt das große Problem. Ja. Also es muss sich halt für die Hersteller ja lohnen. Ja, und das tut's nicht. Ricardo auch in der Box. Und das sagen sich die Hersteller, nein, danke. Mercedes hat ja auch Brown eigentlich nur übernommen, ist auch nicht wirklich ein reines. Ja, Mercedes-Team. Das muss man auch mal so festhalten. Das wurde auch nur aufgekauft. Das einzige Team, was wirklich lange Zeit wirklich so ist, ist... Das wirkliche Team, was wirklich noch lange Zeit... Okay, ist der Führer, ne, sogar. Ist Ferrari. Ja. Wo man wirklich sagen könnte, das Team ist rein Ferrari. Bei McLaren kann man das auch noch so stehen lassen, auf jeden Fall. Ich lasse dich hier nach vorbei reiten können. Komm, Beschleuniger.
kriegt das DRS wenigstens noch, ja. Also Ferrari und McLaren, das sind ja die zwei Teams, die sich nie verändert haben. Von der Aufbaustruktur, also da ist wirklich noch, wo man nicht sagen kann, das Team ist aufgekauft worden von einem Hersteller. Vielleicht war das mal in den 50er oder 60er Jahren der Fall, ja, aber das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja. Aber bei Mercedes ist es immer bei Born, das hat man so ein bisschen im Hinterkopf. Trotzdem musste man sich da auch irgendwo aufbauen, aber trotzdem. Das ist jetzt noch keine 20 Jahre her, wo ich sage, das ist jetzt wirklich dieses einständige Team, da sind nur Mercedes-Mitarbeiter. Gut, es sind nur Mercedes-Mitarbeiter, ganz klar, aber man hat das Team ja nur aufgekauft. Man hat da wirklich nicht ein Auto entwickelt, zum Beispiel wie das jetzt bei Team Haas oder bei KTM oder wo auch immer der Fall ist. Und das ist halt das, was ich halt sehe. So, Sechster, das ist auch wirklich das realistische Ziel hier. Von 6 gestartet, am Ende 6. Wenn ich Bottas halt nicht abgeschossen hätte. In der ersten Kurve, da war wirklich Kettenreaktion wieder angesagt. Zumal ja VW zum Beispiel jetzt komplett andere Probleme hat. Dieser Abgasskandal, den hört man ja immer noch. Ja, und das ist so ein wahnsinniger Image-Schaden, nicht nur für VW, sondern auch für die komplette deutsche Wirtschaft. Logisch. Volkswagen, VW ist ja Deutschland, ist nicht USA, ist nicht Japan, ist nicht China, ist nicht Hongkong, ist nicht Singapur, ist Deutsch. Soll die Schweiz oder Österreich? Ja, Deutsch. Und dann steht natürlich die ganze Wirtschaft in Deutschland in Frage gestellt, ja. Bescheißt man da noch an andere Ecken und Stellen und wie, wo, was weiß ich. Emo muss ich sagen, ja. Man nicht nur die Deutschen bescheißen, auch andere große Hersteller bescheißen, ja. Nur man muss es halt nachweisen können. Bei VW hat man es jetzt nachgewiesen. Ich glaube nicht, dass ich den Ricciardo halten kann. Mann, nee, der beschleunigt schon viel besser raus. Aber nicht die Top-Speed. Aber dafür die bessere Bremse als ich. Aber trotzdem kann ich kontern, okay? Dann haben wir mal da ein bisschen ausgeschweift. Also bei Team Haas, die haben auch gesagt, dass die Formel 1 ja nicht teurer als Nesca. Ja, aber warum ist da Nesca so unglaublich beliebt? Oder warum fahren da so viele Autos mit? Ganz einfach, weil die Zuschauer das gerne sehen. Schön, Ricciardo. Du fährst da außen, willst mich außen attackieren, Junge. Und dann haben wir einen kleinen Konfliktproblem in der nächsten Kurve. Und dann verbremse ich mich. Ja, knallhart dagegen gehalten. Ja, der hat deutlich mehr Grip, hat man jetzt gemerkt in dieser schnellen Rechtskurve. Guck, ob ich mit DRS kontern kann. Ich bezweifle es allerdings. Obwohl, ich bezweifle es nicht mehr. Oh, Alter, ich bezweifle es nicht mehr. Sainz kommt da vorne raus. Die kleine Schwester von Red Bull. Ich kann mich gegen Ricciardo verteidigen. So, mal schauen, ob die Schwester dem Bruder hilft. Nein, hilft nicht. Okay. Das war zum Beispiel fair vorbeigelassen. Sich nicht in diesen Positionskampf hier eingemischt. Ja, wichtig ist, dass ich da gut rausbeschleunige.
Auf der Geraden mach ich die Meter gut. In den Kurven kommt er näher ran. Hinten fühle ich mich bei der Kurve nicht wohl. Hamilton führt das Feld an. Ricardo hat sich jetzt selber ein Bein gestellt. Teamkollege schon wieder in der Box. Ja, er hat sich so ein bisschen selber das Eigentor jetzt geschossen. Ricciardo durch diesen Angriff schon vor der DRS-Zone. Hätte er mal lieber danach machen sollen. Zum Schluss doch noch den Kampf gegen Ricciardo. Ich habe während des Ganzen nicht mitgerechnet. Ganz ehrlich, ich arbeite nicht mehr mit den Pfeilen, ich arbeite mit meinen Rückspiegeln unten am Cockpit. Da gucke ich eigentlich hin. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt eine Runde weniger fahren. DRS und Windschatten. Oder kein Windschatten. Reicht aber auch nicht für Ricciardo. Okay, ich habe eine extra Runde. Versucht er es wieder vor der Kurve? Nein. Diesmal nicht. Okay, er gibt nach. Oh, 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 oh. Glück gehabt, da habe ich den Kurvenstand einfach nicht getroffen. Wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Ach, dass du dich ja auch nochmal zu Wort meldest. Findest du den Kampf so interessant am Monitor oder was? Der Kampf geht aber noch über 11 Runden. Da suche ich mal eigentlich den unpassenden Zeitpunkt aus, bei meinem Menü umzuverstellen. Für wen denn? Bonjour oder was? Das Sainz? Alter. Sainz kommt, der kann das Tempo natürlich mitgehen. Ist logisch. Aber es ist halt ein Positionskampf hier. Und ich muss wirklich jetzt sagen, auf den Primes fühle ich mich jetzt wohler als im Training. Und das ist wirklich so. Also jetzt verstehe ich das Auto auf einmal wieder besser nach 47 Runden. Verstehe ich auch die Primes so ein bisschen hier. Das Problem ist quasi, ja, verflogen. Was ich im Training so sehr gespürt habe. Das merke ich jetzt im Rennen nicht so wirklich. Da liegt ein Frontflügelteil, da lagen mehrere Teile. Oh Gott, krieg die Kurve, krieg die Kurve. Oh, ich muss echt haushalten eigentlich mit dem Sprit gegen Ende des Rennens.
Was ich bei dem Spiel wirklich auch sagen muss, die Bremspunkte mit dem Force India auch, gerade mit dem Force India, sind schwierig zu treffen. Weil unbekannte Reifen. So, dann machen wir mal die Anzeige jetzt an. Weil die wird jetzt interessant werden im Verlauf dieses Rennens. Massa verliert pro Runde etwa 3 Zehntel auf dich. Das bezweifle ich allerdings. Ricardo schließt jede Runde 3 Zehntel zu dir auf. Nein, Ricciardo, ich bin noch neben dir. Das habe ich dir jetzt mal kurz noch hier mal kurz angesagt. Flagge können wir jetzt nicht gut gebrauchen. Ich glaube, da war eine Kollision gerade zwischen den beiden. Da muss ich natürlich auch einen Punkt finden, wo ich den gut überrunden lassen kann. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ich schaue erstmal, wer hinter mir ist. Hamilton, okay. Der ist wirklich in einer anderen Runde. Zum Beispiel, das verstehe ich auch nicht. Hamilton startet von der 7, aber gewinnt dieses Rennen. Was macht Rosberg die ganze Zeit eigentlich im Rennen? Schlafen? Jetzt muss ich natürlich auch Benzin sparen. Sprich, früh hochschalten. Kannst du mir ein bisschen näher kommen, Herr Metten? Also das ist mir deutlich zu früh, wo ihr mir blaue Flaggen gibt. Jetzt braucht ihr mir. Jetzt könnt ihr mir gerne sparen. Also im Windschatten hinter der Mercedes komme ich auf jeden Fall näher. Also ehrlich, ich kann Hamilton nicht attackieren. Nein, will ich aber nicht. Da haben die aber auch kurz die Reifen. Der fährt auch auf Primes. Da, da man es gesehen hat, auch die Hinterachse kommen lassen. Das Menü ist so träge, um mir wirklich auf kurzer Distanz wirklich auf Fett zu stellen. So, diese Überrundung bringt mir natürlich, ich sage erstmal, eine Runde weniger, die ich mich gegen Ricciardo verteidigen muss. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich muss wirklich auf das Benzin achten. Das ist der zweite Vorteil. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich die. Jetzt muss ich eigentlich die Stärke des Force Indias ausnutzen. Das ist die Gerade. Beziehungsweise der Mercedes-Motor ist der Vorteil, den ich habe. So kann man auch in die Kurve reinbremsen, geht aber komplett auf die Vorderräder. Also ich finde dieser Part eigentlich sehr interessant. Also ich habe gut die Pausen überbrückt, wo wirklich nicht viel los war. Mit ein paar interessante Themen. Und jetzt gegen Ende, du lümmelst hier die ganze Zeit gegen Ricciardo. Signalisier schon mal Ricciardo. Also ich weiß nicht, was Rosberg wirklich hier gemacht hat während des Rennens. Also Hamilton hat ja knapp einen Boxenstopp-Vorsprung. Und der ist ja von der Pole gestartet. Das meine ich damit, das verstehe ich nicht. Ist Rosberg hier 4-Stopp gefahren? Ja, das sehe ich auch, dass der Entführung. Ist Hamilton wirklich 4-Stopp oder Rosberg 4-Stopp gefahren? Wieder so ein instabiles Zack beim Anbremsen. Das ist nur Science dahinter, oder?
Status Report. P6, wir sind auf P6. Massa liegt vor dir. Der Abstand beträgt knapp 40 plus Sekunden. 40 plus. Du fährst pro Runde um etwa 2 Zehntel zurück. Ricardo liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ich habe das Gefühl, bei Ricciardo haben jetzt die weichen Reifen diesen Vorteil, hat er jetzt eingebüßt, den er am Anfang hatte. Das habe ich auch später gebremst. Also beim Rausbeschleunigen meine ich diesen Vorteil. Das war ein schöner Querschnitt, er sah von außen bestimmt wunderschön aus. Nachteil für mich, der kostet Zeit. Oh, hier muss ich schon halb Kampflinie fahren. Stärke des Versehens ausnutzen und die Schwachstelle versuchen nicht zuzulassen. Alter, ich mag die Kurve echt nicht. Die ist so scheiße zu fahren. Man möchte ausholen und kühlt dann automatisch, aber der Wagen dann auf einmal komplett über die Vorderachse nicht mehr schiebt. Das ist echt nicht mehr. Das kann man nicht beschreiben. Wie komisch das Gefühl ist. Ja, passt schon. Ricardo schließt jede Runde 3 Zehntel zu dir auf. Ja, außen geht's hier nicht. Okay, wir müssen anfangen, Benzin zu sparen. 0,27, das ist ja gar nichts. Ja, da kam jetzt wieder das Heck an und dann ist Ricciardo vorbei. Das war wieder mal so ein typisches, ja, Heck komm an beim Anbremsen. Wo es war gar nicht beim Anbremsen. Das Problem war wirklich beim Ausgang. Wir schlagartig das Heck. Jetzt wird Ricciardo wegfahren. Es sei denn, ich kann versuchen, noch im DS-Fenster zu bleiben, aber das bezweifle ich allerdings. Ja, so auch nicht. So kann ich ja gar nicht aufs Gas gehen. Nee, jetzt fangen wir die Primes so umzuspinnen. Jetzt sind sie auch abgenutzt. Ja, DS bekomme ich noch, aber wird nicht reichen. Nee. Ja, ich komme zwar angebrettet, aber der ist jetzt auf den Weichen weg. Ja. Chance vertan. Einmal kommt das Sack an. Einmal in der Kurve. Dadurch gehe ich nicht mehr perfekt. Die Fahrer hinter mir. Nasen liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. 4. Na, das ist so bitter. Also hier die Kurve. Ich erkläre es euch mal ganz kurz. Hier fährst du ja. Oder hier bin ich zu weit rausgefahren ist. Zu, ob du die nicht ausbauen kannst. Ja, und dann kam schlagartig mein Heck. Und dann gehe ich einfach für die Kurve nicht mehr optimal. Beziehungsweise der Bremspunkt kann ich nicht mehr optimal bestimmen. Beziehungsweise ich kann den Bremspunkt deswegen nicht mehr bestimmen, weil mein Auto instabil ist. Das heißt, die Bremspunkt ist erstens nicht zu stark. Ja, und zweitens das Resultat ist allein ganz klar. Ich treffe den Scheitelpunkt nicht. Und das war die Schwachstelle. Alter, sind die Reifen hinten so durch jetzt oder was? Jetzt muss ich Nase hinter mir halten. Also lange Zeit sah es nach Platz 6 aus.
Ja, aber Ricciardo fährt mir jetzt auch nicht so groß weg, aber er fährt mehr weg. Ricciardo fährt hier im Moment etwas davon. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Naso ist etwas schneller unterwegs als du. Er verkürzt seinen Rückstand pro Runde um 15. Dass ich noch nicht auf die Hörner genommen wurde durch den Körper, das gibt mir auch so ein bisschen Wunder. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Rennen zufrieden. Bis halt auf den Skat halt. Ich hab doch keine Verwarnung, gar nichts für bekommen. Ich meine Verwarnung, gar nichts. Alter, weh, ich muss mich gegen NASA noch so brutal verteidigen. Ich habe echt Probleme mit den Primes, wenn die, also mit den Options, wenn die abgefahren sind, kein Problem. Mit den Primes, durchgängig, Problem, Problem, Problem. Den Ricciardo konnte ich nur wegen einem besseren Topspeed, ja, hinter mir halten. Das wäre auch schon viel, viel eher vorbeigefahren als ich. Aber das zeigt mir auch, gegen Ricciardo ist was zu reißen mit dem Force India. Ich nehme immer das Positive aus so einem Rennen mit. Schöne, akzeptable Zweikämpfe waren dabei. 1,6, noch zwei Runden. Aber der Sainz ist noch dazwischen. Also den NASA haben sie relativ stark programmiert. Dass der dann immer komischerweise so weit vorne anzutreffen ist. Sauber hat mich auch in der ersten Saison gereizt. Für die zweite hat mich jetzt aber nicht so sehr gereizt. Ich weiß auch nicht warum. Aber der könnte auch interessant sein. So, ja, Science. Was willst du? Du bist nicht. Für Rosberg, ja. Aber nicht für Sainz. Und ich finde es interessant, ich krieg schon blaue Flaggen, obwohl hinter mir Sainz ist und nicht Rosberg. Jetzt ist Rosberg hinter mir. Ja, bessere Traktion, das ist ja alles besser. Gut, das ist auch Options unterwegs, ne, ja. Flucht nach vorne. Ricciardo fährt hier im Moment etwas davon. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Also Topspeedige, da können wir ja nicht meckern. Ja, es ist die letzte Runde, in der wir uns befinden. Oh, 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 oh. Oh, oh, Bremspunkt. Also, Konzentration jetzt hier nicht abschalten, Philipp, sondern noch bis zum Ende fahren. Der Wagen hinter dir liegt eine Sekunde hinten. Eine Sekunde. Sie mich am Ende mit Nase hier noch duellieren, Platz 7, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir können auch fett durchfahren. Reizen wir den Motor nochmal aus, so Hamilton. Was für mich einfach nur unlogisch ist. Warum gewinnt Hamilton das Ding? Und nicht Rosberg. Ja, Rennsieger Lewis Hamilton. Verstehe ich ehrlich gesagt strategisch gesehen nicht. Was Hamilton jetzt anders gemacht hat als Rosberg. Selbst wenn Rosberg ein Stop mehr gefahren ist, der muss das Ding wieder nach Hause bringen. Wo kommt der Rückstand auf einmal her?
Überrundungen ein Thema oder wie oder wo oder was? Konzentrationsfehler, man merkt das zum Schluss. Wir sind durch. Schweres Rennen. Aber gute Platzierung zum Schluss. Ich glaube den 2012er, weil 2013er hier mit Perez machen wir nicht. Ja, ein Stop weniger. Ist das geil im Rezept gewesen. Ja, und da sieht man auch diese große Kluft, die ich meine. Jetzt nehmt euch mal Fett 34,3. Ricciardo 35,5 und dann kommt Nase mit 36,2, das sind 2 Sekunden, das ist ja in der Welt. In der Welt, also zwischen, wenn du 35,7 fährst, konstant, dann bist du immer in dieser Lücke drin. Komisch, komisch ist aber leider so. Also Hamilton gewinnt vor Rosberg, Raikön und Kimi haben getauscht. Ne, haben nicht getauscht, doch haben getauscht, 3 und 4, nur die Position ist anders. Massa auf der 5, Ricciardo 6. Wir werden am Ende 7. Mit ganz vielen Ausrufezeichen und Anführungsstrichen. Nase 8. Knapp gehalten. Quiert hat auch einen Stop gespart auf der 9. Und Ricardo ist wirklich 3 Stop gefahren. Okay. Und Eriksson auch im Sauber, holt auch noch einen Punkt. Alonso ist 11. Hülkenberg nur 5. Sind da ausgeschieden. Roma, Grosjean und Valtteri Bottas. Der ist relativ früh ausgeschieden. Das könnte ich eine kleine Teilschuld vielleicht dran haben. Aber nur eine kleine, oder? Also da war ich jetzt definitiv dran schuld, durch das Mikrofon war jetzt bei mir stumm. Schauen wir uns dann nochmal aus der Sicht von dem an, der ausgeschieden ist, und zwar Valtteri Bottas. Also wollen wir mal kurz schauen, wie ich ihn umgedreht habe, sprichwörtlich. Man wird es gleich sehen, gleich kommt rechts jemand an. Ja, Alter, deutlich, das sieht man schon auch schön im Spiegel. Da kommt die Hand zurecht raus, dann wird er nochmal umgedreht, dann wird er nochmal angeschoben. Das Chaos ist perfekt. Ja. Nee. Ja gut, er hat nicht so viele Positionen vielleicht verloren, ja. Das mag vielleicht sein. Nee, viele Positionen hat er nicht verloren, aber Zeit hat er verloren. Also, ja, aber es war trotzdem meine Schuld. Kein Aber. Kein Aber. Der Skat aus Massas Perspektive. Grundsätzlich, der hinter mir Skat hat auch immer Nachteile. Boah, Alter. Alter, Kettenreaktion. Hallo. Und dann schaust du es da hinten, ja. Eriksson. Oh ne, jetzt sind die sauber weiter vorne gestartet, als weiter hinten. Okay. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, da vorne sieht man es, wie es sich dreht. Also, da hat ja auch eine Durchfahrtsstrafe vollkommen akzeptiert. Vollkommen. Muss ich so sagen. Also, ich hätte auf jeden Fall eine Durchfahrtsstrafe gegen mich ausgesprochen. Weil die Situation doch relativ eindeutig war. So, die letzte Sicht für heute. Ich glaube, der merkt das gar nicht, dass da gleich was passiert, der Raikön. Doch. Aber die merken das nicht so, das Problem. Die berühren sich intern noch. Okay. Wir haben eine. Ne? Kollision mit Perez verursacht. Ich habe aber. Also, das Spiel hat gesagt, Bottas war schuld. Kann ich aber nicht so teilen. Das war mein Fehler. Schwere Kollision mit Maldonado verursacht. Okay, es war relativ früh im Rennen. Von Nico Hülkenberg. Ja, wie sieht es in der Fahrer-WM aus? Position 6. Wir haben uns davon gearbeitet, weil Bottas, wie gesagt, nicht gepunktet hat. Ja, Massa, der ist auf Augenhöhe. Massa auf Augenhöhe. 64 Punkte auf Hamilton. Nein. Das war's.
Außer ich punkte jetzt wirklich durchgängig vor Hamilton, dann könnte es was werden. Konstrukteurswerte, das sage ich ja so ein bisschen Red Bull im Visier zu haben, ne? Aber Sauber auch schon stark mit 23 Punkten. Also Sauber punktet ja extrem gut. Ja, Sauber punktet extrem gut. Wo ich auch gut gepunktet habe, war erste Kurve, Kollision verursacht. Anderes Thema. Aber in Spanien wird alles besser. Hoffe ich einfach mal. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.